Dieses Phänomen der Obertonresonanz hat natürlich was, man könnte jetzt sagen, Zauberhaftes, ja, etwas Magisches, weil es sozusagen aus der Luft entsteht, ja. Nicht durch mein Zutun, sondern als wenn das sozusagen von sich selbst aus der Luft entsteht. Und das ist ja für uns immer wieder der Moment des Zaubers, der natürlich physikalische Ursachen hat, aber trotzdem auf uns in besonderer Weise wirkt. Wie von Geisterhand berührt, schwingt eine Saite. Ganz ohne menschliches Zutun. Schon antike Schriftsteller beobachteten, dass dünne Saiten hin und wieder scheinbar von selbst zu klingen beginnen, also in Bewegung geraten, ohne dass sie sichtbar gespielt werden. Man konnte sich dieses Phänomen damals nur mit Magie erklären. Erst im 17. Jahrhundert begann man, die physikalischen Gesetze der Obertonresonanzen zu verstehen. Obertöne sind mitklingende Bestandteile jedes instrumental- oder vokal erzeugten musikalischen Tons. Von Schwingungen der Spielsaiten können die Obertonsaiten zum eigenständigen Mitklingen angeregt werden. Zur Barockzeit machten sich Instrumentenbauer das akustische Phänomen der Resonanzsaiten zunutze. In England wurde die Lyra Viol entwickelt. Eine Gambe mit zusätzlichen Resonanzsaiten, die beim Streichen der entsprechend gestimmten Spielsaiten frei mitschwingen. In den folgenden Jahrhunderten griff man die Idee immer wieder auf. In Erinnerung geblieben sind die barocke Viola d'Amore und das Bariton der Heidenzeit. Instrumente, die heute ausschließlich im Bereich der historischen Aufführungspraxis verwendet werden. Anders die Campanula. Ein neu entwickeltes Instrument von der Größe eines Cellos. Die Campanula baut auf den ganz modernen Anforderungen auf. Das heißt, der Klang muss stark und präsent sein. Viola d'Amore geht eher in die Gambenrichtung, ist ein sehr feines Instrument und eher auch leise. Die Campanula ist sehr kräftig, unglaublich präsent. Georg Faust war jahrzehntelang Solo-Cellist der Berliner Philharmoniker.
Durch den Obertonreichtum hört man die Campanula sehr weit. Auch im Freien, ja, also viel stärker als ein klassisches Instrument, weil sozusagen wahrscheinlich diese Resonanzklänge in der Luft noch weiter getragen werden. Ja. Man weiß nur nicht, wo kommt's her. Schon Anfang der 1980er Jahre beschäftigte sich der Instrumentenbauer Helmut Bleffert mit dem Phänomen der Obertonresonanzen. Inspiriert wurde er vom Klang der Sarangi, einem Streichinstrument der klassischen Tradition Indiens. Bei ihr verlaufen über die Korpusdecke zusätzlich zu den drei Melodieseiten 35 Resonanzsaiten aus Metall, die dem Instrument einen silbrigen, vollen Ton verleihen. Entdeckt hatte Bleffert die Sarangi eher zufällig. Wir haben es damals in Düsseldorf in einem Raritäten-Instrumentenladen gefunden. Niemand wusste, was das war. Hat irgendjemand mitgebracht. Hat mir gefallen, habe ich mitgenommen. Keiner wusste, wie es gespielt wird. Und war nur klar, dass es ein Streichinstrument war. Ich habe dann quasi ein bisschen drauf rumprobiert und habe mir dann entschlossen, sowas mal selber zu bauen. Und das war ein sehr kurzer Entschluss. Dann bin ich hier in den Wald gefahren, habe mir ein Meter Stück Holz geholt. Das war auch noch nass. Das Ding nachgebaut, aus einem Stück gehauen, so als Bildhauer noch in der Akademiezeit. Und mit noch viel mehr Saiten versehen. Und es hat auch ein paar Jahre ganz gut funktioniert, das Teil. Warum nicht die Resonanzklänge der Sarangi auf klassische Streichinstrumente übertragen, fragte sich Helmut Bleffert und begann beim Cellobau zu experimentieren. Das sind so Sachen, die ich mir damals von der Sarangi so vorgestellt habe, wie sie es machen. Aber sie machen es noch ganz anders. 16 feine Metallsaiten, die unterhalb der Spielsaiten knapp über der Korpusdecke verlaufen, verleihen dem neu entwickelten Instrument, wie bei der Sarangi, einen silbrig-obertönigen Klang. Auf der Suche nach einer Form für den Korpus ließ sich Bleffert vom Umriss der Glockenblume inspirieren. Daher der Name Campanula. Also wir haben hier jetzt auf jeder Seite parallel zum Griffbrett über die Decke laufend 8 Saiten. Die sind diatonisch gestimmt. Und geht auf der anderen Seite weiter. So, das ist eine reine Diatonik, aber wir haben hier in der Mitte, wo sie aufliegt am Spielsteg,
ist eine andere Länge nach hinten. Das ist eine Sekunde, das ist so wie 8. und 9. Oberton. Und das macht aus diesem A genau eine Sekunde ein H. Also was vorne, sagen wir mal, G-Dur ist, ist hinter dem Steg A-Dur. So, das ist die Grundgeschichte. Also wenn ich, sagen wir mal, so einen Akkord mache wie der hier. Und mache das mit 6 Cellisten parallel, dann ist da 20 Sekunden lang Totenstille und es schweben richtige Raumklänge rum. So, das ist die Idee von meiner eigenen Musik und auch den Kompositionen. Vieles anderes auch möglich. Ich habe nur ein paar wenige Töne drauf gespielt und wusste sofort, ja, er war zwar zu mir gekommen, dass ich dafür komponieren sollte, aber ich habe gesagt, das werden wir mal sehen, aber ich werde drauf spielen auf jeden Fall. Michael Denhoff, Cellist und zeitgenössischer Komponist, wurde schon in den 80er Jahren auf die Campanula aufmerksam, nachdem Helmut Bleffert ihm das Instrument vorgestellt hatte. Weil ich selber sehr an Obertonspiel interessiert bin, kam die Idee, dadurch das natürliche Obertonspektrum auf offenen Saiten zu erweitern und dann dadurch so Akkorde und Harmonien auf natürlichen Wege zu finden, die wie Kristalle gebaut sind. In seiner Komposition Trace d'Étoile, zu Deutsch Sternenspur, lotet Michael Denhoff im Dialog mit dem Klavier das reiche Klangspektrum der Campanula aus. Bei dem einen Stück spiele ich auf der Campanula ausschließlich leere Saiten oder deren natürliche Obertöne. Es gibt keinen normal festgegriffenen Ton. Das ganze Stück nur aus Obertönen, aber mit einer Skalatur, weswegen ein besonders harmonisches Gesicht entsteht. Und dieses harmonische Gesicht wird auf das Klavier übertragen.
das also auch Klavier die besagten Töne ausspart. Und so entsteht ein klangliches Farbspiel zwischen diesen beiden Instrumenten. So ist auch ein ganz hoher Verschmelzungsgrad eines Tasteninstrumentes mit einem Streichinstrument stattfindet. Sehr viele Musiker sind fasziniert von dem Instrument, aber sie ergreifen es noch nicht. Das hat natürlich ganz, ganz viel mit Karriere zu tun. Vielleicht auch mit einer Scheu oder, ich sag mal so, genauso wie es mir selbst vor 30 Jahren ging, einem sehr eingespannten Terminleben und Verpflichtungen, die noch auf diesen ganz klassischen Anforderungen, sage ich mal so, beruhen. Und die Campanula ist nicht nur vom Charakter her ein Instrument der Entschleunigung, des Hinhorchens, des Hineinhorchens und auch ein bisschen des Loslassens. Auch der Cellist Georg Faust lernte die Campanula schon in den 80er Jahren kennen und war begeistert. Doch seine vielfältigen Verpflichtungen im Konzertbetrieb ließen ihm damals keine Zeit, sich eingehender mit dem Instrument zu befassen. Als er dann 2012 die Berliner Philharmoniker verließ, erinnerte er sich an die Campanula. Ich habe den Helmut Bleffert angerufen und gesagt, Mensch, was ist mit diesem Instrument? Ich möchte es eigentlich ganz gern jetzt nochmal sehen. Und er sagte, ja, Mensch, hat sich viel entwickelt, viel getan und so weiter. Und ich spiele auf diesem Instrument und merke plötzlich, das ist ja der Wahnsinn, ja, das ist ja fantastisch. Ich kann all meine Erfahrungen, all mein Wissen eigentlich auf diesem Instrument einbringen, habe aber eine völlig andere Klangerfahrung und ein anderes Potenzial. Das Cello ist wie ein Tenor, wie ein Bel Canto-Instrument, wo sich viel über die Klangdichte, die Intensität auch im einzelnen Ton ausdrückt. Ja, also ein sehr dichter, intensiver Klang, der sehr kompakt ist. Ja. Also wie kann man es übersetzen? Das Cello sagt so, hier bin ich. Und hier drücke ich mich aus, ja. Die Campanula ist ein Instrument, die wirkt eigentlich über den Raum. Die sagt nicht so sehr, hier bin ich, sondern hier sind wir. Ja? Oder hier ist etwas Ganzes, etwas Umfassenderes. Nicht nur ich, sondern da ist noch was anderes. Ja? Der Hauptunterschied zum klassischen Instrument ist, die Campanula erfordert ein anderes Timing. Das entschleunigt. Ich fange plötzlich mehr an zu atmen im Spiel. Ich darf mir mehr Zeit lassen, was ich mir auf dem Cello nicht erlauben kann, weil ich muss sozusagen diesen Faden weiterspinnen, sonst reißt er ab. Auf der Campanula muss ich den Faden nicht weiterspinnen, weil es wird mir weitergereicht. Ich kann anknüpfen, wenn der Klang verklungen ist. Thank you.
Man lässt sich die Zeit, auch wenn es vielleicht mal still wird. Und dieses Phänomen, das erlaubt man sich nicht heute, ja? Sondern ich muss immer dranbleiben, weil auch natürlich die Musikvermittlung heute ja sehr stark im Internet stattfindet. Und Stille im Internet ist ja, hält kein Mensch aus, ja, oder das klickt weiter. Und deshalb muss ja immer dranbleiben und schneller und schneller und kürzer. Campanula ist auch ein Instrument der Entschleunigung für das Publikum, ein Instrument zur Meditation. Ja, das ist ja heute so ein Begriff, der mit ganz vielen Bildern besetzt ist, aber über dieses Instrument in einen anderen Schwingungszustand zu kommen, ja. Dieser stark beruhigende Charakter ist ganz toll und sehr, sehr, sehr naheliegend natürlich. Aber mich begeistert auch unglaublich das Volumen und die Klangfülle.
Also diese Cluster-Akkorde und die Virtuosität, die inspiriert mich persönlich natürlich auch, sehr temperamentvolle Stücke zu spielen und viel mit Klang, Volumen und mit Lautstärken zu experimentieren und den Grenzbereich auszutesten. Also den Grenzbereich nicht nur nach unten, so ins Leise und ins Transzendente, sondern auch das Klangvolumen ins Forte und ins andere Extrem auszutesten. Katriona Böhme entlockt ihrem Instrument auch Klänge, die alles andere als meditativ sind. Seit etwa einem Jahr spielt sie eine Viola Campanula, eine Bratsche, die Helmut Bleffert erst kürzlich analog zum Campanula Cello entwickelte. Da haben wir es. Das ist eigentlich ganz einfach. Das G schwingt so. Und wenn ich jetzt mehr G spiele, also mehr. Die Grenze, dass beispielsweise die Resonanzsaiten zusammenschlagen. Das gibt so einen speziellen Effekt. Also die fangen dann an zu scheppern. Wenn man zu laut spielt, dann stoßen die halt aneinander. Und am Anfang hat mich sehr gestört, aber mittlerweile finde ich es ganz interessant. Wo ist der Bereich, dass ich so viel anspiele, dass eben die Saiten fast bersten oder dass das Instrument so richtig ausgefüllt ist von Klang und der Raum. Das begeistert mich auch. Ich habe die ersten Töne drauf gespielt und habe gedacht, oh, das ist sehr, sehr inspirierend und ich habe mich eigentlich gleich in den Klang verliebt. Das spricht sofort was ganz anderes an. Also der Klang ist ja sehr zart und filigran, der scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Also man hört direkt anders hin, als würde man mit einem anderen Ohr hören. Also das ist was nicht Vertrautes, deswegen ist man direkt wacher. Ich hatte sofort das Gefühl, ich bin irgendwie präsenter und höre anders hin. Thank you.
Interessante Literatur für die Campanula gibt es bisher kaum. Die Interpreten sind beständig auf der Suche nach klassischen Stücken, die sich für das neue Instrument bearbeiten lassen. Am Anfang dachte ich, ich kann direkt alles drauf spielen und loslegen und alles auch übertragen. Und habe dann immer mehr gemerkt, je länger ich das Instrument habe, ich habe das jetzt ein Jahr, dass man doch viel, viel mehr anpassen muss. Ja, spieltechnisch ist es sonst noch sehr anders, da der Hals eben jetzt ziemlich dick ist. Der ist natürlich dadurch, dass die Saiten hier durchlaufen müssen, sehr viel breiter als bei der klassischen Viola. Das Instrument ist insgesamt auch deutlich länger, also die schwingende Saite ist länger. Und dadurch hat man natürlich andere Griffverhältnisse. Man muss die Spieltechnik deutlich anpassen, dem Instrument. Dann ist der Steg auch ein bisschen höher, also das hat eine ganz andere Ansprache, die Artikulation ist anders. Man hat ja sehr viele Saiten, die jetzt gerade mitschwingen. Also man hat nicht nur diesen Ton, den man mit dem klassischen Instrument hat. Und wenn man jetzt den Ton vibriert, hat man trotzdem viele gerade Töne drunter. Also man muss sehr viel stärkeres Vibrato einsetzen, damit es überhaupt rüberkommt. Ich brauche mehr Kraft zum Gestalten. Der dynamische Unterschied ist nicht so groß bei dem Instrument. Also wenn man einen leisen Ton anspielt, hat man ein sehr schön klingendes Piano beispielsweise, aber das ist auch schon relativ voluminös. Und wenn ich jetzt ein sehr großes Forte erzeugen will, schwingen die Saiten auch nicht sehr viel doller mit. Also das dynamische Spektrum ist ein bisschen geringer. Und da muss man natürlich gucken, dass man irgendwie die Klangfarben und die Dynamik anders hervorbringt, ne?
Nicht nur der Interpret, auch der Komponist wird durch die üppige Resonanz der Campanula vor Schwierigkeiten gestellt. Wenn ich jetzt in einer kompositorischen Textur zum Beispiel, was ich natürlich auf jedem anderen Instrument machen kann, ein großes Crescendo, Abriss, Stille, also stumm, plötzlich wie so ein Cut. Das geht nicht. Helmut Bleffert hat zwar mal auch ein Instrument gebaut, wo man mit so einem Pedal diese Resonanzseiten abdämpfen kann. Aber für die wenigen Momente, wo man als Komponist vielleicht sowas gerne mal hätte, lohnt das nicht, meine ich. Man muss akzeptieren, das Instrument ist so gebaut, es hat diese Klangqualität. Und wenn ich mit ihm umgehen will, muss ich mich auf diese Klangqualität einlassen. Und die sind wunderbar. Anders als Michael Denhoff, der in seinen Kompositionen immer neue und raffinierte Einsatzmöglichkeiten für die Campanula sucht, nähert sich Helmut Bleffert dem von ihm erfundenen Instrument intuitiv. Dann hat es ein Register, was wie Sprache klingt oder auch rhythmisch ist. Und wenn ich jetzt irgendwann in diesen Bereichen bin und fange selber an zu denken in Sprache, dann geht das richtig rüber. Es geht vom alten Mann bis keifende Frauenstimmen, ist alles drin irgendwo. Und auch in einem Register, wo ich mal elektronische Elemente so habe. Als Zupfinstrument auch eine wunderschöne Geschichte. Also immer dieses anbietende, sehr, sehr lange Nachhören. Das macht das Wesen dieser Campanula eigentlich aus. Nicht nur als Cellobauer, auch als Musiker ist der Autodidakt Bleffert neugierig und experimentierfreudig. Eine seiner wichtigsten Inspirationsquellen findet er in der Natur. Wenn ich zum Beispiel draußen sitze und merke, da ist eine Mönchsgrasmücke, die singt, dann probiere ich schon mal irgendwelche Töne aus und guck mal, was die damit macht. Die reagieren darauf. Und manche kommen auch gucken
Letztes Jahr habe ich mal 3 Stunden an einem Bach gesessen. Da war eine Mönchsgradmücke, die hat quasi in ihrem normalen Rhythmus gesungen, gefressen. Und dann hat die auf die Musik reagiert. Und dann habe ich rausgekriegt, F, A und C, diese 3 Töne. Dann hat die alles stehen und liegen gelassen. Dann kam die und fing an zu pfeifen. Dann habe ich mal in C-Dur gespielt, dann hat die sich nicht gemuxt. Das wollte die nicht. Also dann F, A, C direkt dahinterher, dann fing die wieder an. Mehr als 100 Campanulas hat Helmut Bleffert im Laufe der Jahre gebaut. Viele davon in Baukursen, die er in seinem Atelier in der Eifel für Interessenten anbietet. So kommt der Instrumentenbauer regelmäßig in Kontakt mit klassisch ausgebildeten Musikern, die häufig auf der Suche sind nach neuen Klängen und Inspirationen. Mittlerweile haben wir eine Menge Leute, für die ist das unvorstellbar, mit ihrer Kunst noch in ein Orchester zu gehen. Ist erstmal schwer reinzukommen und sehr stressig halten die meisten das. Und die gehen jetzt schon mal ein bisschen neue Wege. Da bilden sich jetzt die ersten Ensembles, 3, 4 zusammen, und die haben sehr viel Erfolg, wenn sie auftreten. Also ich finde, unsere Musikkultur ist zum Teil in Leistungswettkampf verkommen. Ne? Und das hier ist so ein bisschen so ein Gegenstück. Das spiegelt einfach wieder, was du bist. Und für mich, finde ich, ist das eine sehr heilsame Form von Begegnung. In der Regel stürzt so ein Instrument die meisten Musiker erstmal in eine Krise. Dann erleben die plötzlich, habe ich sehr oft mitgekriegt, die alte Vorstellung der Seele, was Qualität im Ton und in der Musik ist und frei ist und nicht abgeliefert werden muss und nicht bezahlt wird. Dann erinnert das die an die eigenen Wunsch, was sie mal da als Kinder oder so hatten. Und dann kommt die Auseinandersetzung. Ne? Das geht manchmal gut, manchmal geht es nicht gut. Wir leben natürlich schon auch in einer starken Wiederholung des immer wieder gleichen Repertoires. Die Stücke bleiben immer dieselben, müssen neu verpackt werden, ja, also durch neue, interessante, junge Stars, wie es so schön heißt, und neue Interpretationen. Aber diese Form der Wiederholung und des Ausarbeitens der Werke, die immer wieder neu gedeutet werden
wollen und müssen, damit sie immer wieder interessant sind und natürlich auch immer wieder neu entdeckt werden können. Trotzdem ist hier so eine gewisse, ich möchte nicht sagen Ermüdung, aber es ist eine Art der Wiederholungsroutine dieses immer gleichen Repertoires. Die Campanula kann den Interpreten, Komponisten und Zuhörern neue Perspektiven öffnen. Ein unverbrauchter, faszinierender Klang, spieltechnische Reize, ein schillerndes Spektrum von Obertönen. Ich finde, es ist eben gerade für die Klassik sehr geeignet und sehr interessant. Weil da sucht man ja auch, was gibt's für neue Möglichkeiten. Wir haben so ein tolles Repertoire und so eine lange Tradition. Und in den neuen Kompositionen wird sehr viel elektronisch gemacht. Und überall werden versucht, die Räume zu erweitern. Und so ein neues Instrument bringt natürlich einen ganz tollen neuen Impuls mit. Bei dem Instrument ist eben das Tolle, dass man keine geprägte Tradition hat. Also wir haben ja als klassische Musiker, wenn ich jetzt ein Stück interpretieren will, eine ganz lange Tradition und überlegen uns dann, okay, in diesem Rahmen oder in dieser Stilistik muss ich spielen und ist dann natürlich ziemlich geprägt schon, wie das jetzt zu klingen hat. Und hier kommt was, was man einfach noch nicht kennt selber, also die Hörgewohnheit ist überhaupt noch nicht da und man hat auch noch keine Vorstellung, wie es sein soll, sondern alles ist möglich. Also für mich bedeutet das irgendwie ganz viel künstlerische Freiheit. Wir müssen diesem Instrument irgendwie einen Platz geben, ja, ein Zentrum schaffen für dieses Instrument, weil es ist ein bisschen jetzt verstreut. Es geht da mal dahin, mal dahin, mal dahin. Aber um es jetzt vielleicht einem Publikum oder einem öffentlichen Musikbetrieb näher zu bringen, fand ich so dieses Instrument des Vereins erstmal ganz sinnvoll. Georg Faust, der pensionierte Solo-Cellist der Berliner Philharmoniker, hat gemeinsam mit Musikerfreunden vor ein paar Jahren den Verein Campanula Musica gegründet. Sein Haus in Berlin-Tegel taufte er kurzerhand in Villa Campanula um. Wie in jedem Verein geht es natürlich auch darum, Spendengelder zu sammeln, die es ermöglichen, bestimmte Projekte anzustoßen. Und da geht es jetzt auch um Kompositionsaufträge. Und es geht natürlich darum, die Instrumente jetzt den jungen Musikern zugänglich zu machen, die natürlich jetzt im ersten Augenblick nicht zu ihrem klassischen Instrument, das ja auch schon viel Geld kostet, ein zusätzliches Instrument zu kaufen, ihnen die Möglichkeit zu geben, es zumindest zu erfahren, auszuprobieren. Was machen junge Musiker damit? Wie lassen die sich vielleicht für ihr Studium auf dem klassischen Instrument beeinflussen, anders zuzuhören, vielleicht auch technisch zu anderen Lösungen zu kommen, weil sie auf der Campanula andere Dinge entdecken können. Ich beobachte mit Freude, dass der Kreis derer, die das machen, immer größer wird. Und zu Recht, denn ich glaube, es ist, wie gesagt, nicht in der Eintagsfliege. Das ist ein aus meiner Sicht durchaus inzwischen voll entwickeltes, ernstzunehmendes Streichinstrument, was die Streicherfamilie bereichert. So wie seinerzeit das Saxophon die Bläserfamilie irgendwann bereichert hat. Ich glaube, dieses Instrument hat eine Überlebenschance, je mehr wirklich bedeutende und gute Stücke, Originalwerke für dieses Instrument geschrieben werden. Wir müssen 100 Stücke komponiert bekommen, um 10 gute zu haben, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass das Instrument auf Dauer auch Bestand haben wird. Es ist ein Instrument, was Fragen stellt. Ja, das Instrument ist da, man spielt es und man wird konfrontiert mit etwas. Insofern ist es wirklich ein Weg zu sagen, okay, dieses Instrument interessiert mich, fasziniert mich, ich lasse mich darauf ein und ich merke plötzlich, es hinterfragt auch das, was ich tue.
wieso gibt es dieses Instrument jetzt? Ja? Was soll das? Ist das eine Eintagsfliege oder ist das eine Möglichkeit, ein Potenzial für uns klassische Musiker, etwas Neues aus dieser Tradition weiterzuentwickeln?